Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Legend of Zelda Breath of the Wild. Bitte Sheik auf seinen einsetzen. Erstmal angucken. Einen Stein einsetzen. Sheik auf seinen erkannt. Sheikaturm wird aktiviert. Es kann zu leichten Erschütterungen kommen. Alles bebt. Link fällt hin. Alles rumpelt. Und fängt an zu beben. Vögel fliegen weg. Gegner fragen sich, was geht. Und der Turm schießt in die Höhe. Dann der erste Turm. Es tauchen noch mehr Türme auf. Zum Beispiel am Todesberg. Da kommt dieses blaue Leuchten. Ja, und Link steht erstmal auf. Turm des Plateaus. Den haben wir alles erreicht. Karteninformationen werden übertragen. Damit sollten wir jetzt auch eine Karte haben. Oder ein Teil der Karte. Vom vergessenen Plateau. Genau hier. Die Karte wurde der Umgebung hinzugefügt. Erinnere dich. Erinnere dich. 100 Jahre lang hast du geschlafen. Wenn dieses Ungeheuer seine vollständige Kraft wiedergewinnt, ist die Welt dem Untergang geweiht. Nicht mehr viel Zeit. Beeile dich. Beeile dich. Ja, in diesen Cutscenes werde ich erstmal nichts sagen. Einfach nur für die Atmosphäre. Aber wir haben ein Hauptziel geschafft, die ferne Stimme. Und ich sagen, wir gehen jetzt wieder nach unten. Gucken noch kurz. Speichern. Dann geht's ab nach unten. Hoffentlich ohne zu sterben. Aus dieser Höhe war ein Sturz, denke ich mal tödlich. Ich habe jetzt keine Lust nochmal zu sterben. Aber es klappt. Da kommt der alte Mann. Junge, Junge, das hätte ich nicht erwartet. Ich habe gesehen, wie überall diese Türme aus dem Boden geschossen sind. Das muss heißen, die Kraft, die unter Hyrule schlief, wurde erweckt. Du warst gerade auf dem Turm, oder? Was gab's dort oben? Da war eine Stimme. Wirklich? Eine Stimme aus dem Schloss ist? Hast du eine Vermutung, was bestimmt gewesen sein kann? Hm, verstehe schon. Das ist bedauerlich. Aber dieses unheilvolle Wabern und in der Floss ist er sicher nicht entgangen, oder? Wir nennen es die Verheerung Ganon. Es ist nur 100 Jahre her, hat dieses Unheil das Reich Hyrule zerstört, das sich einst hier befand. Es wurde wie aus dem Nichts auf, zürte die Städte und kostete ein großer Erfolg ist das Leben. Seit 100 Jahren verweilt nun dort. Es hängt wie ein Gefühl in Fluss Hyrule, ein stolzes Wahrzeichen des Königreiches. Und du? Du spürst den Drang, zum Schloss zu gehen, habe ich recht? Das dachte ich mir. Leider bist du so schnell nichts draus.
Das Plateau zu finden, ist von jedem Erkunden umgeben. Jeder, der dort hinunterfällt, ist verloren. Wenn man allerdings wie ich ein Parasegel besitzt, ist dieser Fundus ein Haus. Gib es mir. Na gut. Aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass du einen gewissen Schatz für mich besorgst. Folge mir. Ja, komm, geh ein bisschen schneller. Okay, der Turm scheint stehen. Siehst du das da vorne? Dieser Schrein, der einen Donner Söldner gibt? Zur gleichen Zeit wie der Turm sind auch Schreine aus dem Boden geschossen. An solchen Orten findet man für ein wenig kostbare Schätze. Du willst mal ein Parasegel haben, oder? Bin ich gespannt, was für Schätze du mir bringst. Machen wir uns mal auf den Weg. Aber vorher werden ein paar Fische gefangen. Ein Hyrule-Barsch. Okay. Noch einer. Und noch eine. Lass mal ein bisschen ausruhen wieder. Und noch eine. Noch eine. Und noch eine. So. Dann würde ich sagen, vielleicht das fürs Erste. Wir gehen in dieses Monsterlager hier hin. Mal gucken, ob wir die treffen. Nice. Anschleichen an die anderen. Hat uns was gesehen? Da fliegt jetzt ein Pfeil ab. Und noch ein. Würde ich sagen, zum Angriff. Ist eine Waffe ist kaputt gegangen. Halt jetzt nochmal. Du wirfst einen Stein, dann mit Boden. Egal, alle down. Bockblinhauer. Kann man auch für Medizin verwenden. Noch ein Bockblinhorn. Die Truhe geht auf. Ein Bockblinhauer, ein Bockbogen. Okay, das ist nicht kaputt gegangen. Ein Bockstock, ein Bockschild, ein Bockenhorn und da haben wir noch die Truhe gleich. Hier lebt aber noch ein Bockbogen und ein Bockenhorn und ein Bockenhorn. Dann können wir gleich noch die Truhe öffnen, aber vorher machen wir uns kurz noch was. Hier im Topf. Oder, nee, machen wir später. Auf die Zitrone und finden ein Reiseschwert. Kann man nicht meckern. Würde ich sagen, wir müssen mal Richtung den Schrein. Aber nicht übers Wasser, sondern außenrum. Das ist noch so ein Wächter, glaube ich. Antikes Zahnrad. Haben wir von ihm eingesammelt. Kann man glaube ich auch irgendwo eintauchen. Und eine antike Schraube finden wir. Dann ist es auch nicht mehr weit zum Schrein, der ist schon da vorne. Bin mal gespannt, was uns da erwartet. Die können wir noch nicht holen. Okay, ist leckert. Ich gehe auf deiner Kant.
So, du hast hier Portier am Stift eingetragen. Der Eingang wird nun geöffnet. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Maonu. Im Namen Göttin Helias sollst du geprüft werden. Magnetismus. Dann würde ich sagen, holen wir uns mal das Modul. Ich glaube, es ist anerkannt. Der alte Betrauung beginnt. Magnetmodul. Lässt dich mit heilenden Objekten bewegen. Erfass mit einem Magnetstahl das Objekt, bewege es. Dann prüfen wir es gleich mal aus. Soweit ich gesehen habe, können wir damit auch die Platten hier hochheben. Packen wir einfach mal zur Seite. Und würde ich sagen, gehen wir mal da lang. Okay, dann hier ist nichts. Ich würde sagen, probier es mal kurz aufzumachen. Gegenschieben. Dann ist da vorne noch so ein kleiner Gegner. Den wir aber auch. Ja. Töten können. Oh, geschossen, wir haben gelockt. Das war jetzt einfach. Ich kriege eine antike Feder. Jetzt auch hier nach drüben. Die Platte. Genau. Einmal umdrehen. Und dann bestimmt noch die Tür. Ja. Funktioniert. Ja, aufziehen. So viel reicht. Und dann haben wir es auch geschafft. Du hast die Herausforderung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Ich bin Maonu. Vor ungeahnter Zeit offenbarte sich die Göttin Hylia mir. Sie gab mir die Aufgabe, diesen Schrein der Prüfung zu erschaffen. Ich wurde der Priester, welcher die Pilger auf ihre Fähigkeiten hinprüft, die Verheerung zu besiegen. Nach Äonen erschien nun endlich der wahre Held vor mir. Aber erlaube mir, dir im Namen der Göttin Hylia dieses Zeichen der Bewährung zu verleihen. Lustig. Dieses Zeichen der Bewährung geht in unsere Brust. Und wir halten ein Zeichen der Bewährung. Ein Zeichen, das einen Helm verliehen wird, der die Prüfung besteht. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Und sie löst sich auf. Okay, hat mir den ersten Schrein geschafft. Der alte Mann kommt, angeflogen. Du scheinst ein Zeichen Bewährung erhalten haben. Ein Chef will anfangen. Woher weißt du davon? Ganz einfach. Ich kann hell sehen. Mit dem Alter sieht man die Dinge und sieht vor sich nur verschwommen. Doch du steckst keine umso bessere. Obwohl das sicher nicht bei jedem, der hier auf dem Kreis der Fall ist.
Es sieht schwer danach aus, als seien die kräftig unter halben Schliefen erwacht. Wenn die erwacht. Genau, hat ihn Chicas ins Dunkel trägt. Vor langer, langer Zeit lebte an diesem Ort eine hochentwickelte Kultur, die Chica. Durch ihr Wissen konnte dieses Land ein und andermal für Unterwelt bewahren werden. Diese Kultur verschwand vor Jahrtausenden von der Bildfläche. Doch Überreste dieser Zivilisation, dieser Schrein, scheint voll überdauert zu haben. Hör mir gut zu, von diesen Schreinen gibt es noch weitere. Einfach zum Plateau gibt es noch drei. Wenn du jeden von einem Zeichen der Bevölkerung hast, werde ich das Parasit gelassen. Was willst du mir? Ja, nun, ich habe es erst überlegt. Aber für dich soll das ein leichtes sein. Als Ausweg gebe ich dir einen Tipp. Das ist nicht für Schreine, also nicht mehr. Propos, wie hast du nun einmal in diesen Turm steigen würdest? Na gut, ist so hastig. Willst du noch etwas wissen? Zieh mir einmal einen Chica-Stein auf der Karte an. Hast du den blauen Siegel gesehen, die vom Schrein in den Turm befinden? Mit der Kraft des Chica-Steins kannst du dich an diese Orte teleportieren lassen. Willst du auch nur ein Armmärchen? Mal auf den Turm. Markiert. Jetzt. Mal gucken, wer Zeit ist. Oben ist er. Und fotografieren. Nicht fotografieren. Markieren. Und da war, glaube ich, noch einer. Ja, da. Okay, markiert. Licht. Zum Blauen, zum Roten. Müssen wir gehen. Aber erstmal müssen wir irgendwie runterkommen. Ich speichere nochmal kurz. Einfach nur so. Hopp. Ich will doch nicht runterstürzen, weil das wäre, glaube ich, der Tod. Dann gehe ich hier nicht vor. Gehen wir mal kurz zurück zum Schrein. Weil da war diese eine Kiste. Die müssten wir jetzt eigentlich mit Magnet aus dem Wasser holen können. Mal kurz ein bisschen. Das ist noch gut durch die Pfützen. Und mit einer Partei. Dort ist noch drin. Ja. Und dann ist
hat man, glaube ich, nur mit dieser Brücke hinkommen. Medizin, das meine ich nicht so viel. An der Seite gibt es noch irgendwas. Und zwar. Ja, was? Ganz klein. Haben wir hier. Und noch ein Pünktchen bekommen. Wird auch langsam wieder Nacht. Ist schon 8:30. So, schafft er sie. Macht aber gleich nicht zum Korb. Zwischenteil. Ist auch los. Und unten. Ja, diese echte Ruinen. Ich denke, ich kann nicht. Und eine Bocklenze. Und ein Bocklenknochen. Auf dem Weg zum roten Licht, dann zum blauen und dann zum gelben. Der Part wird jetzt ein bisschen länger und schon bei 24 Minuten. Gleich angefangen. Der Part wird wahrscheinlich so um die 30 Minuten gehen. Das rote Licht ist auch nicht mehr weit, das ist schon auf der Karte angezeichnet. Vorne ist er fein. Den würde ich sagen, machen wir mal noch. Aber jetzt, wenn ich gerade so viel Lust habe. Und die Ruinen. Ist noch ein bisschen. Wir gehen rein.
Und der Schrein heißt Zerstörer. Das sind wahrscheinlich Bomben. Das ist ja von der anderen Wänden, die ein bisschen blöcken sind. Ich kann es ja nackern. Datenübertragung beginnen. Das werden wahrscheinlich Bomben sein. Und es ist. Ja, ein Bombenmodul. Oder zwei. Löst aus der Entfernung als Fusion aus. Die kann man dann werfen oder hinlegen oder beides. Mal ausprobieren. So diese Runde. Das sieht doch schon mal gut aus. Gibt es hier zwei Wege. Lass mal den etwas versteckteren Fall. Das ist richtig, wir haben eine Truhe mit einem Reisezweihänder, hat 10 Angriffskraft. Dann würde ich sagen, tue ich das in die Potenz aus. Der hat eh nur 2 Angriffsschaden und war so gut wie kaputt. Warte, macht er nicht doch. Dann haben wir noch einen Reisezweihänder. Aber kein Fuß mit dem Blockstock. Fällt es noch recht gut. In der Ecke geht es dann weiter. Ach, und wir müssen jetzt die Bomben nicht auslegen. Und dann müssen wir die Bomben werfen. Die Bomben rein. Da muss ich sie kurz aufladen. Muss auch sie benutzen. Und haben wir uns mit weggesprengt, aber keinen Schaden genommen zum Glück. Und was ist jetzt schon? Da kommt noch was. Wir haben uns ein bisschen kurz. Okay, es kommt noch was. Können wir da reinlegen? Also nicht. Gerade hinstellen. Jetzt umkicken. Mal aufheben. Und nochmal reinlegen. So, hat geklappt. Dann schießt er die gleich rüber und dann wird es zünden. Oder? Ja, jetzt geht die dann. Können die wegspringen. Ich glaube, ich kann sogar selber jetzt hier rüber schießen. Schön, ist so. Wir kriegen einen Bernstein. Das Ziel. Ja, da oben. So. Dann haben wir auf dem Weg dahin. Dann sollte es auch erstmal gewesen sein. So, das zweite Zeichen der Bewährung. Haben wir schon mal 2 von 4. Gibt noch mehr. Das konnte man sehen. Im Turm aus. Gibt es insgesamt 4, wie wir jetzt wissen. Das ist nicht mal die Hälfte von denen. Ich glaube, dann beende ich den Part auch gleich. Ist schon fast eine halbe Stunde. Laden. Den will ich kurz noch schieben. Toilette. Guck mal, wie sie sich öffnen. Neuen Boxstab. Der Goblinhauer. Ein Boxbild. Der Goblinhauer und ein Boxenhauer. Kurz ein Amiibo einscannen.
Edelgeflügel, Frostfäule, Geflügel, Rüstungskarpfen, Chatterforelle, eine Chatterforelle, ein Ausdauerbarsch und das war's. Oh, das ist noch ein Reiseschwert. Und immer hier ein Rucksack. Und hier ein Reiseschwert. Und die Truhe. Da ist ein Soldatenbogen mit 20 Angriffskraft. Dann könnte er eigentlich würzen. Wir hier haben den Verbesserten bekommen. Unser bester Bogen. Der andere ist nur Bockbogen. Und Stärke 4. Ja. Dann macht's gut. Und bis zum nächsten Part. The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Macht's gut.